Was bisher geschah? Oh, hallo! Guten Tag, meine Damen. Ich geh da mal. Viel Spaß noch. Und so geht's weiter. Besser. Können wir mich noch mal kurz rein? Und die Sachen hier öffnen. Alles gut, Garrett, alles gut. Jetzt hast du frisch kurz Luft geschnappt. Können wir mal ganz kurz gucken, ob wir hier nicht was finden. Ja, guck mal. Wir gehen gleich wieder raus. Ich sehe so gut wie nichts vor meinen Augen. Lass mal kurz frische Luft nochmal nehmen. So, ist gut. So, guck mal. Ja. So ist fein. Es muss hier doch irgendwo eine Möglichkeit geben, die Scheiße abzudrehen. Sehe ich da drüben irgendwas? Hier ist er gestorben. Von hier kam ich. Nee, dann warst du es ja schon. Okay. Ich beeile mich mal. Kann ich auch nicht? Nein. Wenn ich jetzt sterbe, beiß ich mir den Arsch. Okay, wir sind durch. Ess mal was. Alles gut. Gut, da kommen wir nicht weiter. Dann speichere ich eben. Wenn das doch relativ gut lief. Besser als erwartet. Ich mag das hier übrigens. Das sieht echt cool aus. Mit dem Feuer und so. Der Glut in der Luft. Und das da unten. Dieses Feuerinferno. Ich möchte hier gerne weg. Bevor es explodiert. Ich traue der Sache nicht mehr. Zu viel Zeit hier irgendwo zu verbringen scheint mir keine gute Idee. Wir haben auch keine Zeit, hier durch Schlüssellöcher zu gucken. Gib dich zur Gefängnisebene. Okay. Dankeschön. Das ist eine Menge Blut, ehrlich gesagt. Was passiert hier? Was ist das? Ist das ein Gefängnis? Ach nee, ist ein Fahrstuhl. Mit jeder Menge Blut. Da werden wir wahrscheinlich gleich lang müssen. Oh. Guter Fund. Schick. Und da ist noch mehr, wenn ich das richtig sehe. Yes. Und was ist das hier? Oh, eine Tafel. Yippie. Das nehme ich mit. Ach so, das war wahrscheinlich für die Tafel. Okay. Ist ja auch so ein Sammlerstück. Gut, dann werden wir mal in diesen creepy Fahrstuhl gehen. Why the fuck not? Nach oben, hat er gesagt, wa? Von wo kam ich? Ach, ich kam von hier. Ja. Oh Gott, bitte lass da jetzt keinen oben stehen. Als sie doch kommen, sterben sie ab. Stürz nicht ab. Warte auf mich. Und hier ist nicht genug Rauch drin. Okay, alles gut. Wir können normal atmen. Das ist wichtig. Fürs Umsehen. Wo geht's denn hier lang? Ein riesiger, langer Gang. Und er führt ins Nichts. Nö. Hier ist gar nichts. Einfach nur ein Gang. Mhm. Wir können uns jetzt halt... Also jetzt hat irgendwie keiner gedrängelt. Garrett hat auch keinen Kommentar hinterlassen, dass wir uns beeilen müssen, also gucke ich mich jetzt einfach mal um. In diesen ganzen leeren Schubladen. Ich habe noch nie so viele leere Schubladen auf einmal gesehen. Finally. Hatte ich jetzt eigentlich... Ach nee, Moment, ich hatte vorhin auch noch was gelesen. Der Miniaturbergfried wurde Ja, das haben wir noch nicht gelesen. Maßstabsgetreu gebaut, genau wie angewiesen. Das Modell gibt mein Originalgebäude fast exakt wieder, einschließlich sämtlicher Fenster. Dennoch wird es trotz seiner Präzision niemals mit der Pracht konkurrieren können, die dem Monument für den Baron innewohnt. Aber sein Zweck wird es erfüllen. Häftlingsliste. Nummer 1. Worrell. Wegen Verbrechen der Götzen. Vandalismus am Besitz des Barons. Plünderung. Aushungern am Schandstock. Dann aufhängen am Halse bis zum Tod. Nett. Catterly, wegen Verbrechen der Götzen, Verteilung aufrührerischer Schriften, Aufhänger am Halse bis zum Tod. Albright, wegen Verbrechen der Götzen, Anführer des aufrührerischen Gesindels, Aufhänger am Hals bis zum Tod, danach Vierteilung. Wieso, der Mann ist doch schon tot. Jesus fucking Christ. Warden, wegen Verbrechen der Götzen, Aufhetzerei und Aufwiegelung, Aufhängen am Halse bis zum Tod. Gesso,
Ist mit Gesso Besso gemeint? In Einzelhaft halten. Achtung, darf nicht ohne ausdrückliche Genehmigung des Diebesfängergenerals verhört oder hingerichtet werden. Root, wegen Verbrechen der Götzen, Vandalismus am Besitz des Barons, Aufhängung am Hals bis zum Tode. Thurber, wegen Verbrechen der Götzen, Aufwiegelung unter den Adeligen, Verhör danach, Aufhängung am Halse bis zum Tod. Nett. Die Bergfriedpläne. Bringen mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. 30.11.98, habe ich das Gefühl, müssen wir uns unbedingt merken. Dann gehen wir mal weiter, I guess. Ist hier denn noch irgendwas? Nee, wa? Nee. Speichern wir nochmal. Ich glaube, es ist sehr wichtig, hier jede 2 Sekunden zu speichern. Man stirbt nämlich. Das sieht irgendwie nicht aus wie ein normaler... Wie eine Wache. Ach, den gab es deswegen. Doch, ja, es gab Aufstände. Die wurden überfallen. Von den Götzen. Sind die nicht angeführt vom komischen Typi? Götzenbrief. Mein geliebter Markus, ich besorge mich um dich. Orion, genau. Orion scheint ein guter Mann zu sein, aber die Götzen machen mir Angst. Ich will nicht, dass du in etwas verwickelt wirst, das dir Ärger oder Schlimmeres bringt. Komm zu mir nach Hause. Bitte, Geliebter, pass auf dich auf. Ich lasse eine Kerze für dich brennen. Ja, tut mich sorry, aber ich glaube, dein Mann wird nicht mehr nach Hause kommen. Wie viele andere auch nicht mehr. Das war, glaube ich, mal ein Gefängnis. Kann es sein, dass die ihresgleichen hier befreien wollten? Oder... Ich höre besser. Hallo? No? Speichern wir nochmal. Komm. Na? Oh. Danke, Garrett. Ich bin da drin ein bisschen durchgedreht, so ganz allein. Wollte sogar Jennifer bei mir haben. Oh, ekelhafter Mistkerl. Ich dachte immer, wenn sie Anna tötet, dann wäre das ich. Was hast du vor? Oh, halt. Du denkst doch nicht an die Geschichten über den legendären Tresor, oder? Hör zu, Garrett. Niemand zahlt dafür, dass du dabei den Hals riskierst. Es geht nicht um Bezahlung. Ich benehme mich. Und Garrett... Falls du es überlebst, ich meine, wenn du es überlebt hast. Ich bin im Sirenennest im Südviertel. Okay. Offensichtlich wollen wir jetzt einen Tresor. Ach du Scheiße, was ist das denn? Kann ich das benutzen? Ich kann gar nichts benutzen, okay. Wem soll geholfen werden? Ach du Scheiße. Ah, die Götzen. Ich glaube, da hinten sind die Götzen, wa? Ja, das sieht man nach Götzen aus. Holy shit, was war das? Ist das ein riesiger Raum? Wieso kann ich da? Das ist blau. Das ist blau. Holy shit, was ist das denn? Das versteht der Baron unter Ordnung und Effizienz. Würde er diese Stadt wirklich verstehen, wüsste er, dass das nie funktioniert. Das sind Puppen. Sind das Roboter? Oh. Jetzt darf ich hier lang. Wo muss ich hin? Ach, da. Ah! Holy shit. Toll. Deswegen habe ich Angst vor verfickten Fahrstühlen. Jesus. Oh Mann. Ja, es ist mir sehr unangenehm hier. Hier von hier kam ich nicht, oder? Es ist so qualmig. Oh. Und jemand schreit hier. Ich speichere mal.
Darf ich mich hier umsehen, bevor ich das benutze? Mittlerweile habe ich ja Angst, überhaupt irgendwas hier zu tun. Aber ich mag das Feuer. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es voll geil. Okay, hier geht es nirgendwo lang. Aber, was sehen meine entzückten Augen? Secret! Sägepfeil. Ich habe noch nie so ein Sägepfeil-Ding benutzt. Gut, dann benutze ich mal das und das wird sicherlich nochmal eine Filmsequenz aufrufen. Bin ich mir schon fast sicher. Oh. Schick. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ja. Macht doch gar keinen Krach. Der Tresor. Genau wie erwartet. Ich brauche größere Dietriche. Größere? Warte mal. Ich muss jetzt nochmal auf dieses Dokument gucken. Hector, Kapitel 4 war das. Kombination. Die Seite. 301198. Das heißt, es muss ja irgendwo hier sein. Da. Und da. Eastwick muss sich den Code irgendwo notiert haben. Gibt die Kombination. Wieso sind es zwei? Ich weiß. Steht ja 301198. Also. 301198. 30, also 3-0? Nein. 3-0-98. Nee, 11-98, hups. Also 1. Bitte explodiere nicht. 30-11. Kann ich vielleicht darüber wechseln? Nee, kann ich nicht. Okay, dann ist das schon mal falsch. 30, 11, 98, 30. Wäre ich die ersten? 11, 98 wäre ja dann... Ah! Jetzt muss ich aber... Ah! Wusstest du es nicht, Garrett? Gier ist Sünde. Und man wird bestraft für seine Sünden. Aber ich kenne die Gier, mein Freund. Wo sie herkommt. Es war so einfach. Ich musste dich nur in das Gebäude locken. Siehst du? Ich kenne dich besser als du dich selbst. Morgen hängst du am Galgen, Meister. Wachen! Ergreif diese Ratte! Diese Zwischensequenz gerade ein wenig hakelig. Vielleicht hatte Besser recht. Wehe, wenn in dem Ding nicht mindestens die Goldzähne des Tricksers sind. Ich muss... Ich schließe die Kombination ab. Darf ich mir die kurz erstmal nochmal überlegen, wie die war? Holy fuck. Die suchen alle nach mir. Wo soll ich mich denn hier verstecken? Hier oben vielleicht? Das sind ganz schön viele Wachen. Okay. Wir haben jetzt 30, 11, 98, also 0, 1, 8. Wäre es demnach. Sie laufen sogar im Pärchen rum. Na, wie toll ist das denn? Im Prinzip muss ich den Typen hier gleich ausnocken, wenn er hier ist. Augen auf, Ohren auf. Denn ich habe sonst gar keine andere Wahl. Irgendwen muss ich ausnocken. Die laufen sonst immer nur im Pärchen rum. Das ist alles überhaupt nicht gut. Beobachtet.
komm, komm, komm. Guck, 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 guck. Holy shit. Einer von drei Triaden. So, den kann ich auch hier liegen lassen. Das macht keinen Unterschied. Was passiert denn hier? Will ich das wirklich wissen? Wo geht's hier lang? Hier kann ich mich nur hinter verstecken, wa? Ja. Ah, nee, nicht ganz. Sieh an, was haben wir denn da? Ich bin gerade am Zweifeln, wofür dieser Schalter hier ist. Moment. Speichern kurz. Achso. Toll. Licht aus, das wird doch bestimmt gleich wieder jemand anmachen kommen. Na, geht mal. Geht mal. Geh mal. Willst du mich verarschen? Ach, das Licht macht keine an, weil ich den Typen da gerade aus... Ah. Bleibst du jetzt für immer da stehen? Du da drüben aber nicht. Ach du Scheiße. Oh. Kommt der jetzt her? Keine Spur von einem Eindringling. Nö, nö. Komm mal mit. Nur just in case, dass jemand doch noch den Schalter anmachen möchte. Müssen die ja nicht noch aufmerksamer sein auf mich, als sie es ohnehin schon sind. Dunkel ist gut. Dunkel bedeutet, sie sehen mich nicht so leicht. Der bleibt jetzt da stehen. Das finde ich ein bisschen gemein. Der nicht. Das heißt, der läuft aber alleine rum. Das ist wiederum sehr gut sogar. Kann ich hier bitte rüber? Nein, kann ich nicht. Kann ich hier rüber? Wieso nicht? Verdammt, ich muss da irgendwie runter. Ich könnte die nacheinander ausnocken. Gehen die auch woanders hin? Jetzt aber. Schnell. Oh Gott, kommt er den ganzen Weg hier lang? Oh Gott. This was not smart. Oh, sie sehen mich nicht. Oh Gott, sie sehen mich nicht. Verdammt nochmal. Haha, weil es dunkel ist. Haha. Stirb. Asshole. Gib her. So, du stehst ja immer noch, weil du auf mich wartest. Kann ich dir nicht zeigen. Hier ist etwas seit... Nein! Ich kann mich vor allem hier nirgendwo verstecken. Kann ich nicht. Warte. Warte, 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 warte. Ich hab's sofort. Machst du super. Jetzt hör mal auf. Ach, Mann. K.O. Sehr unbeholfen, ich weiß, aber naja. Hauptsache, es führt zum Ziel. So, gucke mal. Wir sind schon weit gekommen. Würde ich mal behaupten. Ja. Kann ich jetzt nichts mitnehmen? Nein. Gut. Die sind auf jeden Fall K.O. da. Hier läuft noch einer allein rum. Das ist sehr gut. Den kann ich auch gleich mitnehmen. Na? Na komm. Oh, ich dachte gerade, der dreht sich schon wieder um. Du hast auch nichts zu mitnehmen. Ich nehme dich mal aber mit. Ich weiß nicht, wie weit die hierher kommen. Ich glaube nicht sehr weit tatsächlich, aber just in case. So, jetzt haben wir nur noch zwei Wachen. Das ging gut. Da sehe ich auch was zum Verstecken übrigens. Ja, ich glaube das... Ah, hier auch. So. Ist das nicht schön? Es lief gut. Kann ich auch nochmal was essen. Geht's mir gleich viel besser. So, die beiden lasse ich da einfach. Die sind mir scheißegal. Ich möchte ja nur... Was hatte ich jetzt gesagt? 018, wa? Okay. Ich weiß noch gar nicht, wie ich hier rauskommen soll. 0... 1... Irgendjemand hat da gerade geschrien.